Hallo zum vierten Tag der WM. Noch einmal schlafen gehen und dann starten unsere deutschen Mädels in das Turnier. Daher machen wir auch gleich weiter mit der Analyse der Mannschaft. Heute ist das Mittelfeld dran. Dazu habe ich nicht nur mit Tanja gesprochen, sondern auch mit Renate Lingor. Sie ist 149-malige deutsche Nationalspielerin und hat 2000 auch bei Olympia in Sydney teilgenommen. Renate, wer sticht für dich aus dem Mittelfeld heraus? Ich möchte ehrlich gesagt im Mittelfeld gar nicht unbedingt jemanden rausheben, weil wir eigentlich gerade das Mittelfeld so stark besetzt sind. Wir haben so viele tolle Spielerinnen, von Jung, Lena Oberdorf, über erfahrene Spielerinnen in ihren Mannschaften, in der Nationalmannschaft, Sarah Debris, Melanie Leupolz. Wir haben wirklich ganz, ganz tolle, egal ob über die Außen, in der Mitte, Lina Magul. Also eigentlich könnte man das gesamte Mittelfeld nennen. Jetzt habe ich doch ein paar Namen genannt, aber prinzipiell, unser Mittelfeld ist Weltklasse. Okay, aber im Vergleich zur EM ist Melli neu im Team. Wird sie denn das Zentrum stärker machen? Ja, für mich ist Melanie Leupolz eine herausragende Spielerin. Ich habe jetzt ein paar Spiele jetzt bei Chelsea gesehen. In der Nationalmannschaft war sie natürlich lange raus. Aber die wird nochmal super motiviert sein, auch wieder bei der Nationalmannschaft genauso zu performen, wie sie es im Verein tut. Vielen Dank für deine Einschätzung, Renate. Wir bleiben nochmal beim Thema Melli, denn auch Tanja hat sich dazu geäußert. Ja, also Melanie Leupolz, ich freue mich ganz, ganz arg, dass sie wieder zurück im Team ist. Und sie hat eine Qualität halt eben auch, wo ich teilweise schon auch ein bisschen vermisst habe. Und die Ergänzung jetzt, dass sie jetzt wieder am Start ist, ja, ich stärker das immer so eine Sache. Aber sie macht für mich vollständig. Und ich freue mich, wenn Melanie auf dem Platz steht und dann auch wieder zeigt, was sie kann, weil sie kann echt viel. Tanja, wir bleiben nochmal beim Mittelfeld. Wer ist für dich die Säule im Team? Und wie sieht unser Mittelfeld im Vergleich zur internationalen Konkurrenz aus? Absolut, Lina Magul. Ich mag Lina Magul, weil sie einfach ein Spielertyp ist, wie, ich sag mal, so ein Bolzblattspielerin, ne? Wie man sie halt eben so kennt, die individuelle Entscheidungen auch trifft, die natürlich systemtechnisch das erfüllt, aber dann halt eben auch die Momente dann auch sucht, wo sie durch ihre Klasse im 1 gegen 1 halt eben eine Entscheidung herbeiruft. Und ich glaube, da brauchen wir sie ganz, ganz stark, weil solche Situationen werden öfters kommen. Und deswegen ist so Lina Magul, ich mag einfach ihre Spielweise. Heißt aber nicht, dass die anderen jetzt nicht so gut sind. Aber wenn ich jetzt auf eine speziell, dann ist für mich Lina Magul. Danke an Tanja, aber das war noch nicht meine Schlussfrage, denn die kommt jetzt an einen alten Bekannten aus der Bundesliga. Was bedeutet Down Under? Ganz weit weg. Australien, auf der anderen Seite der Erde. Keine Ahnung. Unterhalb des Äquators. Oh. Das war leider gar nichts.